Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Airmod. Jo Leute, die wichtigste Entscheidung seht ihr schon. Ich habe hier das Stockwerk war frei. Wir bauen also keinen extra Forge-Raum. Ich habe hier mal, ich weiß gar nicht, müssten 24 sein. Jo. 24 Forges hingeballert. Überall 70 Holzframes rein. Das heißt, wir haben jetzt auch kein Holz mehr. Habe ich alles umgewandelt. Alles weg. Die drei hier unten werde ich leer machen. Können wir eigentlich auch schon mal hier rausnehmen. Aber hier ist so viel Clay drin. Ja, sonst werde ich die hier unten mal für Glas und Brass und so ein Gedöns lassen. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Hier haben wir auch noch Frames. Also alles gut, ey. So. Perfekt. Ja, so machen wir das mal. Hier oben können wir dann im großen Stil auf jeden Fall Steine reinknallen. Ich werde mal hier diese 6 nämlich mal für Eisen. Da müssen wir also auch Clay haben. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das angehe. Feuer frei, hä? Ja, machen wir erstmal 4. Zack. Gut. Hammer mussten wir draußen rein. Jetzt können wir wegkommen. Das packen wir ins Minibike. Sieht alles soweit gut aus. Also wir bauen nichts mehr für die Forging. Ob ich dann jetzt noch Geschütze hinbaue, ja. Ich meine, für die ganzen Schreier, die kommen, wenn die nicht gerade sehr, was ist denn hier los, sehr dumm stehen bleiben, sollte das locker reichen in die Reihe rein. Müssen wir halt immer wieder welche hinstellen. Auf jeden Fall Holz. Clay auf jeden Fall ein bisschen auch. Und jede Menge Stonis. Da wir aber auch noch jede Menge. Oh, auf jeden Fall eine Wanderer in der Nacht. Muss aber noch in der alten Aufnahme gewesen sein, weil das habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt. Wir werden hier auf jeden Fall Spaß kriegen mit der Schreier, wenn ich die oben erstmal alle anfeuer. Ich könnte davon ausgehen. Schon die ersten da oder was? Da habe ich ja Glück, dass ich gerade auf der Seite bin hier. Also die ersten drei waren schon da. Alter, du sollst auf die Leiche, aber nicht auf den. Wenn die alle laufen da oben, 27 Stück. Dann hast du hier Dauerschleife. Bedeutet. Brauche ich eigentlich auch nicht. Stoff brauche ich. Ein Zeltlager wäre mal ganz geil, dass wir da auch mal irgendwie dran denken. Ach, und ich habe wieder den Schlafsack vergessen. Aber wisst ihr was? Da gehe ich jetzt extra für rein und lege den. Damit das Thema mal durch ist, ne? In den Kommentaren. Wollte ich eigentlich als erstes machen. Das hätte ich schon wieder fast vergessen, wegen den 4Gs, die jetzt erstmal gesetzt hatte in der Nacht. Können wir den Scheiß ja auch mit reinnehmen hier. Ach guck mal, hier habe ich auch noch Holz. So stark. Das sieht gut aus.
Ja, und ich bin mir immer noch nicht schlüssig, was ich baue. Also Geschütze würde ich ganz gerne bauen. Sollten wir Solar-Schematik finden, dass ich damit Solarzellen und Battery Bank was machen kann, dass ich da gar nicht groß Kabel verlegen muss. Dann werde ich auf jeden Fall hier noch Geschütze hinmachen unten. Einfach nur für die Schreier, dass sie dann nur aktiviert werden, wenn die kommen. Oder wenn Gegner kommen. Ich muss nach oben. So, damit wir das endlich mal hinter uns haben hier. Hat ja nur irgendwie 200 Folgen gedauert. Ja. Den Rest schmeißen wir erstmal hier rein. Holz machen wir hier rein, dass wir ein bisschen haben. Ich habe nochmal Sand angeschmissen gerade. Ich hatte ja hier jetzt schon 3 Stacks angeschmissen. Ich habe aber die letzten Steine, die wir hatten, habe ich noch den Sand umgemünzt. Gut, Schlafsack liegt. Leute, könnt euch beruhigen. Jo. Hä? Weiße Eisenforst. Direkten Schaden. Spikes stehen auch soweit. Ist auch erledigt. Hammer wollten wir noch reinpacken. Minibike fehlten uns noch Reifen. Müssten wir auch mal versuchen, dran zu denken. Und ansonsten. Dann ist die Karre auch schon wieder gut durch, wie ich gerade sehe. So, Beaker bräuchten wir. Wir bräuchten Schematik. Warum steht da ein Rucksack? Das ist Müll. Holzressourcensteine, also Möglichkeiten ohne Ende. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob wir hier irgendwo schon mal irgendwie eine kleine Insel aufgedeckt hatten. Wir sind auf jeden Fall schon gut rumgekommen hier. Aber alles noch im Rahmen. Also Wasser hätten wir genug hier, aber... Ich habe natürlich auch steuerweise gar nichts markiert. Ich meine, hier irgendwo wäre doch eine Bibliothek. Warte mal, irgendwo war doch so ein grünes Dach hier, ne? Ich glaube, das heißt Bibliothek. Ich bin mir nicht sicher, aber wir düsen da mal hin. Wir schauen mal. Die Chance ist halt auch sehr gering, dass wir die irgendwie mal eben so finden. Aber vielleicht haben wir das Glück. Und ich suche denn da rum, Junge. Ja, und ansonsten müssen wir mal gucken. Wie gesagt, so Inselprojekte hätte ich schon Bock zu. Das Video von Matt Moore gestern reingezogen. Wenn die jetzt erst an den Perks arbeiten, die auch noch teilweise wirklich scheiße waren. Da wird man noch viel modden müssen. Aber wenn die jetzt erst daran arbeiten, denke ich nicht, dass das in absehbarer Zeit irgendwas wird. Und auch nicht, wie schlecht das lief, das Spiel. Also erstmal dieser Mega-Lag im Video und dann auch so. Es war total... Ja. Wenn man denkt, das läuft schon schlecht, also das lief ja... Junge, Junge. Also ich glaube nicht, dass da die nächsten ein, zwei Monate da irgendwie... viel passieren wird. Von daher können wir hier noch irgendwelche größeren Projekte angehen, denke ich, was Bauen betrifft. Und es waren ja so 2, 3 Sachen in den Kommentaren. Die ganz interessant waren. Aber von dem Inselprojekt laber ich ja jetzt auch schon ewig. Sollten wir jetzt hier irgendwie durch Zufall irgendwo jetzt eine schnieke Insel finden? Gucken wir mal.
Ansonsten können wir uns natürlich auch eine künstliche Insel bauen. So ist ja auch nicht. Aber wie gesagt, es ist halt extrem buggy mit dem Wasser. Das wird dann... Aber wir können ja mal schauen. Wir können es ja einfach mal ausprobieren. Mal gucken. Ich kann es euch noch nicht sagen. Jetzt ist sowieso erstmal hier, ne? Bisschen gucken, dass wir vielleicht die Schematik finden, die uns fehlt. Und vielleicht nochmal den einen oder anderen Safe oder so. Ihr kennt das Spielchen, ja. Nach Möglichkeit nicht sterben. Oder war das hier dieses Irrenhaus, was das grüne Dach hat? Eine Bibliothek ist ja nicht, ey. Bist du hier der grüne Johnny oder was? Der alte Garten hier? Oh, so stark, ey. Ja. So viel dazu. In irgendeiner City, wo wir waren, war auf jeden Fall eine Bibliothek und gleichzeitig das Hochhaus. Das weiß ich. Ich weiß aber nicht mehr, wie die aussehen, von oben betrachtet. Also hier sind wir auf jeden Fall verkehrt, wie es ausschaut. Naja, hier ist nichts weiter. Oder war das hier? Die aus allen Ecken kommen jetzt, ne? Geil. Geil, ey. Geil, geil. Schaut die da nur mit Sicherheit schon. Oh, drinne, Sackgasse. Auch geil, dass der Hund... Jetzt kommt er. Ich wollte sagen, dass der Hund uns gerade nicht hinterher ist. Diese Spawne, wie bekloppt, ne? Jedes Mal, wenn du neu dich einloggst. Unglaublich. Da los. Da ist ein Bandit, der abgeht. Sau stark. So, können wir jetzt mal... Bin sogar auf der richtigen Straße, ne? Ja. Gut, fahren wir mal in die andere City. Im Zerstörten. Ich hoffe, das war da. Ansonsten, ja, aber gut, hier sind wir ja schon lang gefahren. Ich sag, können wir ein bisschen gucken, ein bisschen mit Augen aufhalten. Ein bisschen aufklären, aber... Jetzt können wir erstmal verbrannten, da siehst du eh nichts. Ich werde jetzt aber auch nicht irgendwie dann so eine Woche rumfahren, um irgendeine Insel zu suchen. Also von daher. Ja, weiß ich auch noch nicht. Wird spontan wahrscheinlich irgendwas geben, was wir bauen. Ich meine, ansonsten kann ich ja erstmal irgendwie eine Auffahrt bauen, was ich ja eh machen wollte. Dass wir nicht immer unten durch den Tunnel müssen, sondern dass wir auch irgendwie irgendwo hochfahren können mit unserem Bike, wo wir es abstellen. Dann machen wir Zugbrücke runter und kommen in unsere Base. Das können wir machen. Problem wird sein, dass die ganzen Zombies da in der Horde wahrscheinlich den alten Steg dann hochrennen. Warum auch immer, machen die halt. Können wir noch ein bisschen links gucken hier. Ich meine, klar, wir könnten noch ein bisschen höher bauen, aber... Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist auf jeden Fall das Hochhaus. Zerstören. Da könnte natürlich ein bisschen heikel werden. Bin gespannt. So hundetechnisch ist da ja immer gut los. So, mit ein bisschen Glück haben wir hier auch die Bibliothek. Die will ich als erstes eigentlich nehmen. Aber sieht nicht so aus. Aber wenigstens das Hochhaus, dann gehen wir halt da rein. Ist ja auch eine Pumpe.
Ansonsten, ich überlege gerade, wo wir am besten Beaker finden. Wir natürlich so einen Pillenladen. Das mischen wir eben durch. Brauchen natürlich auch zwei Beaker. Waren wir in dem Ding, waren wir bestimmt schon drin, oder? In dem Bunker. Ich guck mal eben. Aber in der Regel. Jetzt mischen wir da ja immer kurz rein. Jo. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hm? Beauty ist Baustelle. Lohnt sich auch nicht für uns. Wir haben dieselbe Tasche schon wieder hier mit Rumdüsen verbraten, ne? Unglaublich, ey. Sieht so zu aus, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ach nee, das war doch hier, wo wir waren, ne? Da waren wir doch in dem Hostel noch drin, genau. Da war doch die Action hier. Alles gut, ich erinnere mich dunkel. Der Pillenladen ist hier auch nicht. Ich düse jetzt nochmal hier rum. Und dann fahren wir zum... Ach, da ist die Bibliothek. Guck mal an. Mann, Mann, Mann. Kenn mich aus, hä? Ja, ja. Komm mal mit. Komm mit hier vorne. Oh, so ein Dicker hat das schon im Kopf. Na, Mutti. Alles frisch bei dir. Da ist es Weihnachten. Können wir noch ein paar Autos graben hier. Naja, die kommt sowieso gleich angeschissen. Komm her. Was ist los, Mutti? Warm? Kriegen wir im Griff. So. Um geht's, ab geht's. Noch kein Sleeper gespawnt. Mhm. Das ist der erste. Lassen wir sie mal spawnen. Mal den Arsch an der Wand. Oh, Duct Tape nehmen wir sogar mal mit. Sau stark. Ja, extra für den Snarfus scrappen wir alles. Ich könnte es auch alles mitschlören. Und verkaufen. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Händler. Geh mir auf den Sack. Das ist in Gefahr und... Super nervig. Irgendwie will hier aber echt nichts spawnen, ne? Ja. Gut, ich beschwere mich jetzt nicht, aber... Komisch ist es. Ah, okay. Wollte doch schon sagen. Du hast auch noch Papier mit, oder? Du willst mich doch auch verarschen. Ah, ey, wieder auf den Scheißhaus. Das wäre Treffpunkt, ey. Zombie-Treffpunkt. Ferale Drecksau dabei.
Ja, genau dann musst du nachladen. Ist dein verkackter Ernst oder was? Mann, Mann, Mann. Auf 85 runter, ey. Wir müssen uns ja glatt schon mal heilen, ey. So, Party on jetzt hier. Komm. Wir haben noch zwei Ferale. Du bist so der Erste hier. Komm. Ey, dein Ernst? Uns wieder eingegeben. Der lebt immer noch, oder was? Alter, ob der sprengt die ganze Bücherregale. Heilung, wir brauchen Heilung. Honig brauche ich auch. Ich wollte schon sagen, so die trügerische Ruhe. Konnte doch wohl nicht gut gehen. Aber ich gut kassiert jetzt, ne? Also ihr seht, die Feralen, die knallen schon ordentlich rein noch. Mal ein paar First Aid Kits mitnehmen sollen. Was ist denn da? Schlange, die im Haus abdreht, oder was? Magic, scheiße. Komm, ich loot erstmal. Bam! Haben wir schon, haben wir. Da ist eh nichts, hier ist nur Kackzeug drin, ne? Da liegt noch ein Copy. Alter! Das ist alles für Cardbox, ey. Ja, jetzt Maul, ey. Ja, dass wir die Schematik hier finden in diesem Bücherregal, ist echt. Die Chance sehr gering, ey. Ein Zombie und eine Schlange, die da draußen irgendwie eskalieren, ey. Die machen so ein Terz. Nur Mist. Der Kopf aber gut Damage gemacht, ja. Genau, habt ihr schon drei Enforcer oder was, ey? Nee, nee, nee. Irgendeine Schematik gibt es ja immer, die man nicht so. Ich hab die aber auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ohne die können wir natürlich nichts machen, was jetzt. Oh komm, schlaf doch nicht ein, ey. Gibt's demnächst auch einen Perk für in der Alpha 17, damit ihr schneller squappen könnt. Ganz großes Kino, oder? Junge, du gehst mir so auf den Sack, dass ich dich auf jeden Fall jetzt noch wegknalle. Was du hier? Alter Idiot, ey.
Mann, Mann, Mann. Okay, Leute. Erste Loot-Tour war semi-erfolgreich von der Schematik, die wir suchen. Ja, schauen wir mal gleich weiter, wenn wir da reingehen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Das andere in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn wir da weiter looten, wieder. Bis dann. Ciao.